Sie werden auf den Besitz illegaler Ware gescannt. Bam! Illegale Ware wurde entdeckt. Übergeben Sie um... Landeerlaubnis wurde erteilt. Nein, ich übergebe mein Schiff nicht. Ladevorgang abgeschlossen. Kein Interesse, danke. So, ja. Und hier wird jetzt jede einzelne Tonne zum Maximalpreis eben verkauft. Deswegen ist es eigentlich vor allem so ertragreich. So, hier. Oh nein, das ist so teuer. Ich weiß, es kostet nur noch 10.000 Credits weniger als im ersten Cluster, aber naja. Trotzdem noch zu teuer. So. Dann. Ja. Ich hätte gesagt, handeln wir. Das Doofe beim Handeln ist eigentlich nur... Moment. So, Schluck Wasser genommen. Das Doofe beim Handeln ist eigentlich nur, dass je höher der Handelsrang ist, und zwar hier Händler, desto höher, also wenn der hier diesen roten Punkt erreicht hat, oder Strich besser gesagt, dann wird die Piratenaktivität höher in den Systemen. Weil dann natürlich auch mehr Piraten wissen, dass ich oft handel und oft Waren dabei habe und dann versuchen die halt auch öfter mir die Waren abzuknöpfen. Es ist bei jedem von diesen Rufpunkten so. Moment, ich guck noch mal ganz kurz hier. Beim Schmuggler war es, wenn der da drüber ist, und dann wird man öfter gescannt. Und wenn man das auf ganz hoch hat, dann hat man am Ende in jedem System erstmal vom Sprungtor bis zur Handelsstation eine Eskorte aus Polizei. Zumindest dann, wenn Polizei vorhanden ist in diesem System. Nicht so wie hier, keine einzige Polizei. Hier ist die Handelsstation. Wie Landeerlaubnis wurde erteilt. So, und drin. Dann handeln wir jetzt wieder. So. Oh, warum habe ich das jetzt eigentlich zugemacht? Boah, verdammt, jetzt ist es auf 80 Credits. Ah, schade. 120 Tonnen drin. So. Dann gibt's jetzt... Halt, nein, den Frachtcomputer habe ich ja schon. Dann gibt's jetzt erstmal den Energieflux. Und den Schildflux. Nein, halt, das Teil da bleibt drin. Aber ich baue hier den Schildflux von Anfang an ein. So, dann hätte ich jetzt noch 9000. Das reicht hier für nichts mehr. Nein. Ich kann da den Laser noch verkaufen. Jo. So. Dann, ich habe alles geladen, ja. Halt mal, reicht das jetzt vielleicht wieder für was? Ah, für den Frachtscanner. Hm. Oh ja, komm. Mach mal's halt. Ob ich ihn mir jetzt kaufe oder später dann irgendwann kaufe, kommt aufs Gleiche raus. Mir kam gerade irgendwie die Idee, ich könnte mich dann noch um die eine Gang, die es da noch gibt, kümmern. Wenn ich mich richtig erinnere, ist die im Anomi-System. Das ist... das da. Jo. Ja, doch, um die kümmere ich mich dann vom Tane-System aus. Mache ich einen kleinen Abstecher. Hol mir nochmal eine zweite Geheimdienstwaffe und dann... Danach geht's dann ab ins, Landeerlaubnis wurde erteilt. TAS-System heißt's, genau.
an alle Decks. Derzeit keine Frachter gemeldet. Ah, genial. Schön zum niedrigsten Preis einkaufen und zum höchsten Preis verkaufen. Ich hoffe, es war jetzt auch das Richtige. Ja. Oh, und da bin ich immer noch gesucht. Ups. Egal, die werden mich schon nicht scannen. Hoffentlich nicht. Die werden mich bestimmt hoffentlich nicht scannen. Ganz bestimmt hoffentlich. Naja, egal. Sind ja eh bloß Rebellen, also von daher. Du denkst dran, dass wir hier schon vorbestraft sind? Ja, tu ich. Und solange mich nicht wieder irgendjemand scannen will, ist mir das auch sowas von Latte. Oder wie heißt es nochmal? Latte? Lalle? Ach, egal. Ist mir scheißegal. Letzte Meldungen. So, verkaufen wieder. Haha, 60.000. 62 fast. 61,999. Mann, bin ich gut. Also, 61.999, so. Ach ja. Man merkt, ich habe viel zu viel mit Physikern und so zu tun. Die drücken sowas dann nur noch in 61,999k aus. Handle ich auch da hoch zu... Oh, nee. Kein Interesse. Aber ich werde vorher auf jeden Fall noch speichern. Und zwar... ja, automatisches Speichern. Ich habe inzwischen nämlich auch gelernt aus dem Vorfall vorhin und ich werde jetzt vor jeder Aufnahme immer schön speichern. Und zwar auf einem Speicherpunkt, der garantiert nicht überschrieben wird. So, Piratenversteck. Da kann man sich aber sehr gut verstecken. Wenn man durchs Tor fliegt und direkt sieht, wo es ist. Sehr tolles Versteck. Ich wusste, dass du zu mir kommen würdest. Nun lass mich dein Schicksal besiegeln. Da kommen 5 Piraten. Oh, nur 5. Moment. Ich hab noch was vergessen. Und zwar brauche ich das Teil nicht, aber den hier. Und zwar kann ich damit jetzt, ermöglicht Transfer von Waffenenergie auf Schilde und natürlich auch umgedreht. Und hier kann ich, also der hier ermöglicht den Transfer der Energie von hier nach hier und rumgedreht. Und hiermit kann ich Energie von hinten nach vorne und von vorne nach hinten transferieren, genau. So. Zahltag. Du musst bezahlen. Und zwar mit deinem Leben. Ja, nichts im Leben ist umsonst. Selbst der Tod kostet das Leben. So, das war's mit dem. Nächster bitte. Das war nicht nur dein Schild. Das war gleich dein gesamtes Schiff. Ich habe dich unterschätzt. Das passiert mir nicht zweimal. 3 Leibwächter greifen an. Na, toll. Das ist dein Ende. Wow, wie intelligent ist der denn? Fliegt voll auf den Asteroiden drauf. So, dann tauchen wir jetzt mal auf den anderen ab.
und her mit dir. Ich habe gehört, du willst sterben. Also stirb jetzt auch. Dein Weg hat dich direkt in dein Verderben geführt. Zu mir. So, so, du bist also mein Verderben, ja? Nun ist deine Zeit gekommen. Verdammte Kacke. Der Boss greift dir jetzt direkt mit ein. Das hasse ich daran, wenn da mehrere Leibwächter sind. Dann greift nämlich der Boss mit ein, sobald der letzte, also sobald der vorletzte Leibwächter hinüber ist. So, was für eine Spezialattacke hast du? Bitte. Scheiße hohe Wendigkeit oder was? Oh, das nervt. Ich halte irgendwie immer vor. Einfach rein aus Gewohnheit. Also für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was Vorhalten bedeutet. Na? Der Piratenboss hat uns einen Container hinterlassen. Jo, danke, Eona. Hab ich nicht gemerkt, weißt du? Ja, wo war ich? Genau. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was Vorhalten bedeutet. Es bedeutet, dass ich mit meinem Fadenkreuz, wenn es da wäre, also dass ich halt mit der Mitte von meinen Kreisen hiermit auf diese, was war das? Diesen Vorzielpunkt, das heißt also, das Ding, das Teil, was immer vor den Schiffen ist, da wird dann halt die Geschwindigkeit von den Schiffen wird da noch mit eingerechnet, damit ich die halt auch treffe wirklich. So, dann Laser raus, Geheimdienstwaffe rein. Und wieder zurück. Und bei den meisten Spielen, also bei X3 und bei X2 auch, da ist es so, dass der Vorhaltepunkt... Und dass man halt auf den Vorhaltepunkt wirklich zielen muss, um das Schiff zu treffen und nicht so wie hier, dass man auf das Schiff zielen muss und der Schiffscomputer zielt dann automatisch auf den Vorhaltepunkt. Also auf dieses grüne Viereck da vorne dran. Ist unvermeidlich. Oder auch rote Viereck, wenn man den nicht im Visier hat. Feind hat Schilde durchdrungen. Mein Blut verstummt. Schön, wenn dein Blut verstummt. Irgendwie geht mir scheiße schnell die Waffenenergie aus. Also ich muss dann schleunigst zusehen, dass ich den Kondensator bekomme. Es ist vorbei. Pam. So, darf ich jetzt dann? Ja. Hoffentlich haben die jetzt wieder ein bisschen Drogen produziert. Damit ich wieder ordentlich was zum Schmuggeln habe. Und dabei richtig fett Geld verdienen. Wobei, vielleicht reicht mein Geld auch jetzt schon aus. Naja, egal. Auf der Station wird dann erstmal ein ganz kurzer Aufnahmestopp gemacht. Ich muss nämlich nachgucken, wie viel ich jetzt schon aufgenommen habe. Wow. Landeerlaubnis wurde erteilt. Ich fliege einfach nur drauf zu und frage mich, warum die Tore nicht aufgehen.
Woher sollen die bitte wissen, dass ich da scheiße landen will? Oh, verdammt. Wir haben nur 90 Tonnen. Gibt es hier sonst irgendwas, was ich handeln, kaufen könnte? Nein. Oh. Zum Kotzen. Was handeln die hier? Metalle, Maschinen? Nichts. Nichts kann man hier kaufen, gescheit. Naja. Dann kann ich mir hier zumindest das Zeug hier kaufen. Und dann schaue ich mal hier, was gibt es hier noch Tolles bei den, bei der Ausrüstung. Das hier sind ja Energiesysteme, genau, so heißt. Hier bei der Ausrüstung Aktuator Refill. Füllt einmalig die Energie des Hyperraumaktuators auf. Ja, nee, brauche ich nicht. Energiesammler erhöht die Aufladerate des Hyperraumantriebs um 20%. Naja, weiß nicht. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Landecomputer. Ja, hole ich mir dann. Allerdings nicht jetzt, weil bei dem hier kann ich dann, den kann ich nur aus einem Unit Entfernung zur Station benutzen. Und wie lange brauche ich, um ein Unit zu fliegen? Gefühlt 3 Sekunden. Also das bringt sowas von überhaupt nicht. Und der Nachbrenner-Booster, naja, erhöht einmalig die Energie des Nachbrenners auf 200%. Naja, brauche ich auch nicht. Waffensysteme, habe ich ja schon mein Zeug. Der Laser hier kann verkauft werden. Turrets, ja, ich habe ja noch keinen Platz dafür am Rumpf. Und Raketen kaufe ich mir auch erst, wenn ich den, die Werferklasse 3 hier, Mach 3, wenn ich die installieren kann, weil ich dann erst hier die große Rakete bekomme. Für den Klasse 2 und Klasse 1 Werfer gibt es den nämlich nicht. Also, die Rakete. So. Und ich glaube, dann habe ich hier sogar schon alles. Achtung! Jo. Ja, dann unterbreche ich hier mal ganz schnell und ich glaube sogar, das reicht für 2 Folgen ganz knapp.